Hallo zur 33. Folge von Inside Politics. Es ist wieder Wahlkampf. Neben mir der Spitzenkandidat der Liste Pilz, Peter Pilz. Wie geht es Ihnen jetzt im Wahlkampf und warum tun Sie sich das eigentlich jetzt nochmal an? Weil es notwendig ist und weil ich es gern tue. Es gibt ganz selten in der Politik Situationen, wo man weiß, die Richtung einer Republik wird neu bestimmt. Das war 1986, wie wir in den Nationalrat eingezogen sind. Das war im Jahr 2000 mit der Regierung Schüssel-Grasser leider. Und jetzt ist es wieder mal soweit. Und wir haben eine Chance, die Richtung der Republik positiv mitzubestimmen. Ich habe mich entschlossen, diese Chance zu nutzen. Sie haben jetzt gesagt, wir. Das heißt, haben Sie da noch gewisse Naheverhältnisse zu den Grünen? Oder? Nein, wir heißt die Liste Pilz. Das Kapitel Grüne ist für mich abgeschlossen. Ja, aber 1986 sind Sie für die Grünen angetreten. Ja, ja. 1986 waren es die Grünen. Aber ich habe gesprochen von großen Weichenstellungen in der Politik. Und das ist jetzt die dritte, die ich miterlebe. Ich verstehe. Wer ist dieser Peter Pilz und was ist die Liste Pilz? Wer ich bin, das müssen andere beurteilen. Das weiß ich oft selber am wenigsten. Die Liste Pilz ist im Prinzip ein freiwilliger Zusammenschluss von sehr selbstständigen, sehr, sehr kompetenten und sehr engagierten Leuten, die gesagt haben, wir probieren es gemeinsam. Jede dieser Personen ist ein Programm. Ein Programm für Wissenschaft, ein Programm für Startups, ein Programm für eine neue Integrationspolitik. Und mein Angebot, ein Programm auch für eine neue Sicherheitspolitik. So, und wir wollen uns wählen lassen, wir wollen möglichst viel Unterstützung, wir wollen zweistellig werden und wir wollen eine bestimmende Kraft im Parlament werden. Aber wie wollen Sie das jetzt erreichen? Ich meine, Sie haben jetzt mehrere Nationalratsabgeordnete von anderen Parteien zum Teil auch mitgenommen in diese Liste. Wie ist Ihr Ziel oder was ist Ihr Ziel für den 15. Oktober? Auf jeden Fall zweistellig werden. Zweistellig an Mandaten oder zweistellig in Prozent? In Prozenten, war selbstverständlich. Eine wirklich starke, große politische Kraft werden, weil es ist ja machbar. Es gibt so viele Menschen in Österreich, die sagen, die alten Parteien, die herkömmlichen Parteien, wollen wir nicht. Wir haben die Nase voll vom politischen System, so wie wir es kennen. Wir wollen was ganz was anderes, wir wollen was Neues. Den Versuch machen wir. Wir haben in Österreich über ein Drittel der Wahlberechtigten, die nicht wählen gehen. Nichtwähler und Nichtwählerinnen. Denen ein neues Angebot machen, heißt, viele Menschen in die Politik zurückholen. Wenn wir das schaffen, dann können wir sehr erfolgreich werden. Das hat jetzt zum Beispiel auch Roland Thüringer schon gesagt. Also er hat auch mal gemeint, sein Angebot ist für diese 1,4, 1,5 Millionen Nichtwähler. Das heißt, das ist ein relativ großer Bereich, den es hier zum Abdecken gibt. Das Projekt Thüringer kenne ich zu wenig. Ich will das auch gar nicht beurteilen. Soweit ich den Umfang vertrauen kann, haben wir von den Neuen mit Abstand die besten Chancen, das zu schaffen. Und das habe ich auch vor. Ja, man sagt ja derzeit, dass sie sogar teilweise besser abschneiden als ihre Altpartei, respektive die Neos. Ja, das ist auch durchaus realistisch, weil die Neos natürlich ein sehr begrenztes Angebot haben für eine durchaus überschaubare, aber nicht uninteressante Gruppe. Und die Grünen, meine ehemalige Partei, halt eine sehr schwierige Entwicklung durchmachen und sich mitten in einer Krise befinden. Ich hoffe, die Grünen nützen diese Krise für eine Verbesserung und für einen Neubeginn. Wenn wir schon bei Ihrer Altpartei sind, da fällt auf, insbesondere in der Zeit von Eva Glawischnik, gab es da eine starke Verbindung von Mitgliedern untereinander. Also ich möchte jetzt da nicht so sehr in Privatbeziehungen reingehen, aber es fällt auf, dass bei den Grünen, wie auch bei vielen anderen Altparteien, viele familiäre Banden innerhalb der Partei sind. Ist das für Sie auch einer der Gründe? Familiären Banden? Na, da gibt es ja unter anderem Tina Wirnsberger, Michel Ramon haben da eine private Beziehung. Also das finde ich völlig uninteressant. Das spielt in der Politik meiner Erfahrung nach keine wichtige Rolle. Das hat auch bei den Grünen keine wichtige Rolle gespielt. Das hat mich nie interessiert. Okay.
Warum sind aber jetzt zum Beispiel die Jungen Grünen nicht mit Ihnen in einer Gruppe, sondern bei der KPÖ Plus? Das weiß ich nicht. Das war eine sehr frühe Entscheidung. Lange bevor wir gesagt haben, wir machen eine Liste, haben einige von den Jungen Grünen gesagt, sie gehen zur KPÖ. Ich finde es schade, dass man sein Talent so vergeudet, aber das ist eine Entscheidung, die jeder selbst treffen muss. Ich verstehe. Und wenn wir auch noch bei diesem Punkt sind, abschließend, Michel Raymond hat in einem recht langen Kommentar auf Facebook zu dieser Geschichte mit den Jungen Grünen auch gemeint, dass es alte weiße Männer gäbe innerhalb der Partei. Haben Sie sich da angesprochen gefühlt, oder? Naja, Europa ist ja überhaupt eher der Kontinent der weißen Männer. Da dürften sich relativ viele davon angesprochen fühlen. Also manchmal weiß ich bei Michel Raymond auch nicht genau, was er meint, aber ich bin guter Hoffnung, dass er es zumindest selbst weiß. Ich verstehe. Gut, dann kommen wir zu Fragen. Wir haben von Reddit. Ich weiß nicht, ob Sie die Seite kennen. Reddit.com ist eines der größten Foren eigentlich weltweit, und wir haben dort schon im Juni im österreichischen Forum gefragt, was wollt ihr die Parteien in dieser Staffel fragen? Und da möchte ich gleich einmal das erste Mal zum Punkt kommen, nämlich Parlamentarismus. HMZ-DK85 schreibt, wie stehen Sie zur Reduktion der Legislaturperiode von 5 auf 4 Jahre, so wie es eben vor 2008 der Fall war? Ich habe das besser gefunden, weil es öfter Entscheidungen gibt, und ich habe es nie verstanden, warum man das Wahlrecht reduziert, indem man die Legislaturperiode verlängert. 4 Jahre sind okay. Und wie stehen Sie eigentlich dazu, dass man Wahlen begrenzt, also die Wiederwahl begrenzt von Politikern, zum Beispiel auf 2 Perioden? Ich halte das für vollkommenen Unsinn. Wenn man damit den Menschen das Recht nimmt, dass sie Politiker und Politikerinnen, denen sie vertrauen und die sie aufgrund eines langjährigen Vertrauens wieder im Parlament haben wollen, wieder wählen. Es soll vollkommene Freiheit bei Wahlen geben, zu kandidieren und zu wählen, wen man will. Gut, und dann fällt mir noch was auf, nämlich ein politischer Trend. Seit 1990 ist jede zweite Legislaturperiode vorzeitig beendet worden. Worauf führen Sie das zurück? Schwache Regierungen. Regierungen, die nicht miteinander arbeiten können oder wollen, die streiten, das sind meistens Resultate von Stillstand und damit verbundenen politischen Krisen. Nur das Problem in Österreich war, dass meistens nach den Wahlen dasselbe wiedergekommen ist. Das waren so einander fortsetzende Krisen, und das dürfte jetzt zu Ende gehen. Ich verstehe. Glauben Sie, dass der eine neue Farbe auch eine große Rolle spielen wird in der Koalition? Das weiß ich nicht. Momentan ist die Gefahr ziemlich groß, dass es zu einer freiheitlichen Regierungsbeteiligung kommt, egal ob mit ÖVP oder SPÖ. Das wäre für die Republik sicher nicht gut, weil die Freiheitliche Partei nicht nur die Partei der extremen Rechten, sondern auch der extremen Korruption ist. Ob es eine wirklich neue Farbe in einer zukünftigen Regierung gibt, wie zum Beispiel uns, das wissen wir heute nicht. Das hängt davon ab, was am Abend des 15. Oktober rauskommt. Wir haben noch keine Ahnung. Bis zum 15. wird auch ordentlich geschwitzt. Wird geschwitzt und gekämpft, na selbstverständlich. Das ist klar. Und für die Leute, die es nicht wissen, wir sind am 15. auch live wieder in der Hofburg. Also das heißt, wir werden auch dort unsere Füße wieder beitreten. Okay. Ja, also das war letztes Jahr bei den Bundespräsidentenwahlen auch schon der Fall. Aber wie stehen Sie eigentlich zum Thema Wahlreform, sprich elektronische Wahlen oder Wahlen im Internet? Früher oder später wird es das geben. Aber das ist eine Frage der Datensicherheit, der eindeutigen Identifikation und des Ausschließens von Beeinflussungsmöglichkeiten. Und da werden wir uns noch sehr genau überlegen müssen, wie das funktioniert und wie wir da ein hohes Maß an Sicherheit schaffen können. Weil Sie immer vor der Frage stehen, wenn Sie nicht sehen, wie ein Wahlvorgang abläuft,
Wie wollen Sie dann sicherstellen, dass da Leute nicht unter hoher persönlicher oder technischer Beeinflussung stehen? Das muss sichergestellt werden. Das wird noch ein sehr aufwendiger, sehr anspruchsvoller Prozess. Gut, der nächste Punkt, da wechseln wir jetzt in die Wirtschaft, ebenfalls vom HMZ DK85, Einführung einer CO2-Steuer auf wirtschaftliche Betriebe. Na, wir brauchen allgemein Einführung von Umweltverschmutzung und von Ressourcenverbrauch. Das ist nicht nur eine CO2-Steuer. Wer übermäßig Ressourcen verbraucht und wer übermäßig die Umwelt belastet, soll wesentlich mehr Steuern zahlen. Wir brauchen das auch, um die Arbeitskosten zu senken und um Arbeit billiger zu machen. Wenn ich jetzt so zum Beispiel ein Fahrzeug hernehme, beim Fahrzeug wird ja eigentlich nur der Ausstoß, aber nicht die Produktion versteuert in dem Sinn. Also das ist völlig richtig, deswegen brauchen wir auch Energie- und Ressourcenbilanzen in der Produktion und wir brauchen die Möglichkeit einer Gesamtbesteuerung. Deswegen müssen wir auch was wissen über die externen Kosten, wie Ökonomen sagen, der Produktion und wie, wieder ökonomisch gesagt, eine Internalisierung dieser externen Kosten stattfinden kann. Wie sehen Sie als Ökonom den Bitcoin-Hype? Naja, da muss man schon sehr aufpassen, weil dort etliches passiert und weil sich hier um unkontrollierte und zum Teil sehr problematische Märkte handelt. Als Sicherheitspolitiker sehe ich ja auch, dass auch bestimmte Bereiche der organisierten Kriminalität in diese Geldmärkte abwandern. Das ist sehr heikel. Das wird eine der wesentlichen Herausforderungen für die Sicherheitspolitik sein, sich das in den nächsten Jahren genauer anzuschauen. Die Frage stammt übrigens von LogTom, so wie auch diese hier. Große Konzerne zu ordentlichen Steuerabgaben bewegen, also Apple und so weiter. Was ist da Ihr Konzept? Das ist ja ganz einfach. Das ist absurd, dass die Putzfrau von Apple mehr zahlt als der Konzern selbst. Und zwar immer an Gewinnsteuern. Da gehört einmal Steuersolidarität her. Solange einzelne Mitgliedstaaten der Europäischen Union hier Komplizen der großen Konzerne sind, wird es nicht funktionieren. Wir müssen uns Irland vornehmen, wir müssen uns die Niederlande vornehmen, aber auch Großbritannien. Und wir müssen auch die Schlupflöcher in Österreich schließen. Und da gibt es Probleme in verschiedenen Bereichen. Gewinnsteuern Irland, Umsatzsteuern Niederlande, personenbezogene Steuern sehr stark Schweiz. Vieles wird jetzt nach Singapur verlagert. Da müssen wir ran, weil da ist sehr, sehr viel Geld zu holen. Aber das geht nur in der Europäischen Union gemeinsam. Wie sehen Sie das dann, gleich dazu gefragt, wenn zum Beispiel ein Land wie Irland sagt, nein, wir verzichten auf Einnahmen und ich glaube, das war ja der Fall Google, und die Europäische Union sagt aber, ihr habt es nicht eingenommen, diese Steuern, die hätten aber bezahlt werden sollen, und dann sagt man dem Großkonzern, na, macht es mal weiter so, wir verzichten. Völlig inakzeptabel. Wenn Irland sich unsolidarisch verhält, dann müssen wir Irland fragen, ob für Irland überhaupt noch Platz in der Europäischen Union ist. Die Europäische Union ist keine Konzernunion, sondern eine Union der Staaten und ihrer Menschen. Und wenn da ein Staat regelmäßig gegen die Interessen ganz Europa verstößt, dann muss das Konsequenzen haben. Ich verstehe. Ein weiterer Punkt ist das Arbeitslosenproblem durch die steigende Automatisierung. Die Diskussion gibt es ja auch schon seit guten 50, 100 Jahren. Welche Lösungsansätze haben Sie und ist ein bedingungsloses Grundeinkommen eine Möglichkeit für Sie? Das mittel- und langfristig wird man in die Richtung überlegen müssen und wird man Schritte in die Richtung gehen müssen. Aber jetzt geht es einmal um eine radikale Umverteilung von Arbeit. Und das ist eine mehrfache Frage. Erstens haben wir in Österreich durchschnittlich eine 43-Stunden-Woche. Schon auf 40 Stunden runterzukommen, würde viel Arbeit umverteilen. Und bei 35 Stunden noch wesentlich mehr. Zweitens haben wir in Österreich pro Jahr 270 Millionen Überstunden. Das heißt, die einen arbeiten viel zu viel und die anderen haben keine Arbeit. Erster Schritt heißt radikale Umverteilung von Arbeit. Und wir haben ja auch eine sehr hohe Anzahl von unbezahlten Überstunden. Das kommt dazu, speziell im Bereich der Jungen, speziell im Bereich der Prekarien, der Praktiker
und so weiter. Also da passiert unglaublich viel. Da geht es aber nicht nur darum, das Überstundenproblem in den Griff zu kriegen, sondern überhaupt bestimmte Arbeitsverhältnisse ins ASVG, in die allgemeine Sozialversicherung wieder reinzubringen. Die Leute stehen zum Teil ohne Versicherung, ohne Pensionsversicherung und damit ohne Ansprüche da. Das ist ja ein ganz großes Problem. Aber ich möchte noch mal zu diesen unbezahlten Überstunden kommen. Was muss da der Staat tun oder die Sozialpartner, damit man das einschränkt, und halten Sie unbezahlte Überstunden für Steuerhinterziehung? Letzten Endes ist es das, und es ist aber gleichzeitig auch Lohnhinterziehung, weil die Leute nicht bezahlt werden für ihre Arbeit. Und das passiert viel häufiger, als man denkt. Die Frage ist, ob wir hier zusätzliche Strafen einführen, ob wir das wirklich in hohem Maß penalisieren. Ich bin dafür. Die zweite Frage ist, wer das dann kontrollieren soll. Ja, die Besteuerung von Überstunden, wenn Sie die Besteuerung von Überstunden anheben, machen Sie Überstunden unattraktiver. Und wenn der Staat kontrollieren will, wie viel Überstunden in bestimmten Betrieben geleistet wird, und wenn er hier Unterstützung von Betriebsräten und Gewerkschaften kriegt, dann ist das machbar. Wenn? Ja, und wenn er die Möglichkeit den Opfern des derzeitigen Regimes gibt, sich auch an staatliche Stellen zu wenden und dort wirklich Unterstützung zu kriegen, dann wird sich was ändern. Es ist überall so. Ja, und da möchte ich nochmal aber zum bedingungslosen Grundeinkommen zurückkommen. Haben Sie sich damit schon mal näher beschäftigt, respektive welche Ideen hätten Sie da, wie man das umsetzen könnte? Das werden wir nicht kurzfristig umsetzen. Das wird kurzfristig nicht realisierbar sein. Wir werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren uns konzentrieren müssen auf eine Umverteilung von Arbeit bei den Menschen, die im arbeitsfähigen und auch im arbeitsbereiten Alter sind. Das ist schon toll, wenn wir das schaffen. Wir müssen dann schauen, dass wir in den Bereichen, die rausfallen aus dem Arbeitsprozess, ein möglichst hohes Maß an Sicherheit schaffen. Das betrifft besonders die Mindestpensionen, aber auch die Grundsicherung. Und erst wenn wir diese Schritte gesetzt haben, dann werden wir uns den nächsten Schritt überlegen können. Ich habe immer Angst bei der Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen, dass wir dann vor lauter Diskussionen über ein schönes, großes Ziel nicht mehr dazu kommen, die realen Verhältnisse radikal zu verbessern. Ich verstehe. Und die letzte Frage von Locktom war, und das passt eigentlich genau in Ihre Richtung schon, die wachsende Trennung zwischen Reichen, Mittelstand und Armen. Wie wollen Sie darauf reagieren? Ist der politische Trend, die Schichten gegeneinander vor allem vor Wahlen auszuspielen, kontraproduktiv? Ja, gegeneinander ausgespielt werden ja hauptsächlich arme Ausländer und arme Inländer und nicht Mittelstand und Ärmere. Zweitens, die Armut wächst in bestimmten Bereichen, das ist schlecht qualifizierte Arbeit, aber das sind auch andere Bereiche, wie zum Beispiel alleinerziehende Mütter. Und die sind ohne jede Schuld Armutsgefährdung ausgeliefert. Das sind hunderttausende Menschen in Österreich. Entweder hilft man denen radikal, zum Beispiel auch bei den Unterhaltszahlungen und anderen Bereichen, die sehr viel mit Armutsgefährdung zu tun haben, oder man lässt sie im Stich. Das wäre ein ganz entscheidender Punkt. Und wo wollen Sie da ansetzen? Gibt es da auch schon konkrete... Wir haben eine Kandidatin, die Maria Stern, die genau für diese Frauen in den Nationalrat einziehen wird und die hier für radikale Reformen sorgen wird, und die werden wir unterstützen. Wenn ich mich erinnere, war die ja auch mal Proponentin des Frauenvolksbegehrens. Ja, richtig. Und womit wir auch beim Punkt sind, wie wichtig ist es Ihnen, dass in der Politik, und damit enden wir bei Reddit und sind wieder bei meinen Fragen, wie wichtig ist es, dass in der Politik Frauen und Männer gleich stark vertreten sind? Ja, enorm wichtig, und das machen wir auch. Bei uns heißt es halbe halbe, das ist eine Selbstverständlichkeit und das wird auch so bleiben. Mit dem Spruch bin ich sogar aufgewachsen. Also. Ja, dann
sind Sie für ein Thema sehr bekannt, nämlich Eurofighter und Aufklärungsarbeit, insbesondere was das Thema zum Beispiel NATO-Truppentransporte quer durch Österreich anbelangt. Zum Thema Eurofighter. Wo sehen Sie jetzt die Spitze des Eisbergs in dem sogenannten Skandal? Ist es ein Skandal oder ist der Begriff überhaupt nicht mehr verwendbar? Das wissen ja alle, dass das einer der größten Skandale der Zweiten Republik ist. Milliarden beim Fenster rausgeschmissen, hunderte Millionen an Schmiergeldern verschwunden, etliche dunkle Kanäle, ein Netzwerk aus Briefkastenfirmen, Schiebungen, wo man nur hinschaut und völlig sinnlose Flugzeuge, die niemand mehr verwenden kann. Das ist der übelste Beschaffungsvorgang der Zweiten Republik. Und das muss man positiv sagen, das haben wir parlamentarisch schon fast komplett aufgeklärt. Und jetzt sind dann die Gerichte dran? Jetzt sind die Gerichte dran und wir versuchen uns das Geld zurückzuholen. Wie würden Sie das Thema Abfangjäger oder überhaupt militärische Aufrüstung jetzt sehen? Brauchen wir das oder ist Österreich zu sehr in Europa drinnen, als dass man keine Armee mehr braucht? Wir brauchen in Mitteleuropa, wenn dann, eine gemeinsame Luftraumüberwachung. Und wenn sich etliche Staaten wie Schweiz, Tschechische Republik, Slowenien und Österreich zusammentun, kann man das sehr, sehr billig machen. Abfangjäger nur für Österreich ist ein absolut sinnloser Luxus. Deswegen gemeinsame Lösungen. So wenig Militär wie möglich, aber eine gewisse militärische Basis zur Aufrechterhaltung von Sicherheit ist notwendig, auch um internationale Friedenseinsätze im Rahmen der UNO sicherzustellen. Wären Sie dann auch dafür, dass man nochmal abstimmt, ob es eine Wehrpflicht oder keine Wehrpflicht geben soll? Wir sollten jetzt einmal bewerten, ob sich die Wehrpflicht bewährt hat, ob sie reformiert worden ist. Ich sage nein, da ist ziemlich alles schief gegangen und wenn sich herausstellt, das hat sich nicht bewährt, dann unbedingt noch einmal abstimmen. Sie haben selbst Zivildienst gemacht, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Haben Sie da was aus dem Zivildienst für Ihr Leben mitgenommen? Nein, mit Sicherheit nicht. Wo waren Sie da tätig, wenn man fragen darf? Ich war in der Haftentlassenenhilfe im Rahmen der Bewährungshilfe. Und ohne ausreichende Qualifikation kann man dort nicht wirklich produktiv arbeiten. Gut, das hört man auch immer wieder. Womit wir beim weiteren Punkt sind, Sie beschäftigen sich auch vor allem mit Beschaffungen und auch mit dem Verkauf von Waffen. Was gehört Ihrer Meinung nach bei der Beschaffung geändert? Ja, nur das Beschaffen, was man braucht und da äußerst restriktiv und vorsichtig vorgehen. Das ist in Österreich nicht immer passiert. Das werden wir noch ändern. Und der zweite Punkt ist, Tim Stronach, Parteichef. Stronach hat einmal gesagt, wir haben mit den Kampffighter-Jets nichts zu tun. Das Thema ist ja aber so gewesen, dass die Magna für Mercedes sehr wohl immer wieder Aufträge hat im Rüstungsbereich. Mercedes hat dann irgendwie mit Eurofighter ein bisschen getrickst anscheinend bei diesen Gegengeschäften. Wo haben Sie angefangen bei der Recherche und was war Ihnen sehr wichtig hier aufzudecken? Na, wir haben im letzten Untersuchungsausschuss sehr viel rausgefunden über die wichtige Rolle, die der Magna-Konzern bei der Fälschung der Gegengeschäfte gespielt hat. Gemeinsam mit Daimler-Chrysler. Das ist ausreichend bewiesen und das ist jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Und was waren das für spezielle Gegengeschäfte? Oder können Sie darüber noch nicht reden? Nein, im Detail ist das jetzt wirklich bei der Staatsanwaltschaft und da möchte ich die Ermittlungen nicht stören. Ein weiterer Punkt ist das Thema Rüstungsverkauf und Magna ist, ich wohne selber in Rawa, also nicht weit weg vom Magna-Werk, ist durchaus dafür bekannt, dass sie eben diese Auftragsarbeiten für Mercedes machen. Ja, wie sehen Sie das? Wer soll da eigentlich die Kontrolle machen? Weil Mercedes ist ein deutscher Konzern, die Magna ist in Österreich. Es kommt darauf an, wo exportiert wird. Nur diese Fahrzeuge, die Sie hier zeigen, das ist kein Kriegsmaterial.
Es fällt also nicht unter das Kriegsmaterialgesetz, sowas kontrolliert das Wirtschaftsministerium. Mhm. Nur wenn es um Kriegsmaterial geht, dann kontrollieren Innenministerium und Verteidigungsministerium. Also das heißt, wenn auf den Fahrzeugen Montagesysteme drauf wären mit, für MGs, dann fällt das... Wenn das eindeutig bereits, da muss man sehr genau schauen in die Verordnung zum Kriegsmaterialgesetz, was drunter fällt, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und der nächste Punkt ist, wie stehen Sie zu den NATO-Transporten? Auch das ist in Graz aufgenommen worden. Ich kenne diese Sachen. Das ist ein ganz, der ganz entscheidende Punkt ist das durch internationale Mandate gedeckt oder nicht? Sind das gültige UNO-Mandate? Oder ist das nicht der Fall? Und wenn es nicht der Fall ist, dann kann es sein, dass wir ziemliche Probleme mit unserem Neutralitätsrecht haben. Dann hat meiner Meinung nach das Innenministerium zu intervenieren und diese Transporte zu unterbinden. Und das wird im Regelfall nicht getan. Ich verstehe. Ja, abschließend noch zu Ihrer Person. Sie treten jetzt in der Steiermark als Spitzenkandidat auf und sind auch auf der Bundesliste vorne. Was bedeutet das für Sie? Sie haben ja einerseits die Doppelbelastung, sowohl auf Landesebene als auch auf Bund zu kandidieren. Und was werden Sie sich speziell, Sie als Person, sich jetzt themenmäßig ansehen? Meine Themen sind bekannt. Das ist Sicherheitspolitik. Das ist die Verteidigung meiner Heimat Österreich, ihrer Freiheit, ihres sozialen Zusammenhalts. Und das ist natürlich auch der Kampf gegen Korruption, Machtmissbrauch und Parteibuchwirtschaft. Das führe ich weiter, egal ob in der Steiermark oder sonst wo in Österreich. Als Steirer bin ich Spitzenkandidat in der Steiermark, mache ich gern. Aber ich werde dafür sorgen, dass wir in ganz Österreich erfolgreich sind. Und wo leben Sie eigentlich, mehr in Wien oder in der Steiermark? Etwas mehr in Wien, aber sehr viel in der Steiermark. Ich verstehe. Dazu auch noch eine Frage, nämlich Sie sind dafür bekannt gewesen, in einer Gemeindewohnung zu wohnen. Ja, ich wohne noch immer dort, ja, mit Begeisterung. Mit Begeisterung, weil Sie dann immer wieder die Zeitungen bekommen mit den Konterfei vom Herrn Häupl. Nein, weil ich als einer der wenigen Abgeordneten unter völlig normalen Leuten lebe und die täglichen Sorgen und die täglichen Wünsche der Menschen mitkriegt. Für mich ist das ein politisch extrem wichtiges Umfeld. Wäre es für Sie sozial gerecht, wenn man dann sagt, naja, Sie sind Abgeordneter, Sie müssten, wenn Sie mehr Geld verdienen als der Durchschnittsbürger, für eine Gemeindewohnung auch mehr zahlen? Das war immer mein Vorschlag. Ich habe immer vorgeschlagen, eine einkommensabhängige Miete, und die Stadt Wien hat das immer brüsk zurückgewiesen. Also überweise ich jetzt Monat extra 300 Euro an die Caritas, an ein Wohnprojekt, und schau halt, dass so das Geld zu Bedürftigen kommt. Ich verstehe. Wenn wir auch schon beim Thema Skandale waren, ein Thema war heuer auch bei uns einmal mehr in Diskussion, nämlich der AWS-Skandal rund um diese Fördervergaben von der Frau Minister Hammerschmidt. Haben Sie sich das Thema angeschaut? Nein, das war nicht mein Arbeitsbereich. Könnten Sie sich vorstellen, mit Ihrer Fraktion, wenn Sie nach dem 15. Oktober dort wieder im Parlament sind, dass Sie einen Urausschuss beantragen? Möglicherweise, das müssten wir uns genau anschauen, weil wir brauchen noch eine Untersuchung im Bereich Eurofighter, das werden wir auf jeden Fall im nächsten Parlament machen. Und dann müssen wir prüfen, ob das eine Affäre ist, die parlamentarisch untersucht werden muss. Das kann ich heute noch nicht sagen. Ich verstehe, weil auch da gibt es ja sowohl von Rot als auch von Schwarz verschiedene Personen, die man sich näher anschauen könnte. Gut, dann abschließend, wir sind schon fast am Ende von der Zeit. Wie sehen Sie eigentlich, Sie haben ja gesagt, Sie wollen eine Alternative anbieten für die Leute, sodass diese zum Beispiel auch nicht zur FPÖ gehen, weil sie wollen um die sogenannten verlorenen Wähler auch kämpfen. Wie sehen Sie das eigentlich, dass der Spitzenkandidat der SPÖ ein mehrfacher Millionär ist? Der Spitzenkandidat der SPÖ? Ja. Der Herr Kern, ja. Ist ein mehrfacher Millionär? Ja, habe ich von mehreren Stellen schon gehört. Ob es jetzt wirklich wahr ist? Nein, das habe ich noch nie gehört, da müsste ich einmal Beweise sehen. Okay.
Und wie wollen Sie einem Heinz-Christian Strache das Wasser abgraben? Indem ich einfach die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stelle und seinen Wählerinnen und Wählern einen vernünftigen Vorschlag mache. Und so schnell kann er gar nicht schauen, sind die weg. Meinen Sie das? Da bin ich mir völlig sicher. Gut, zum Abschluss noch eine Frage an Sie, nämlich, warum soll man Sie wählen? Ich gebe Ihnen dafür 30 Sekunden Zeit. Sie können direkt in die Kamera zu unseren Zuschauern argumentieren, was das Besondere an Ihrer Partei ist. Das ist ganz einfach. Es gibt in Österreich nicht viele Möglichkeiten für einen politischen Neubeginn. Die alten Parteien haben versagt. SPÖ und ÖVP werden gegenseitig sich weiter behindern. Und wir brauchen was Neues vom sozialen Zusammenhalt bis zur Verteidigung unserer Freiheiten, unserer Heimat Österreich. Wir sind die neue politische Kraft, wir probieren es, wir haben ganz tolle Leute jetzt um uns versammelt und wir werden es schaffen. Da bin ich mir sicher. Das ist sehr gut ausgegangen. Ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch. Bitte. Viel Glück für den Wahlkampf. Okay, danke schön. Und spätestens am 15. Oktober sehen Sie wieder. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ich sollte nicht zu früh aufstehen und bis demnächst. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.